zeige ich euch, wie ihr mit After Effects ja einen kleinen Clip aus ja sagen wir mal Call of Duty MW3 editieren könnt. Und hierbei werde ich jetzt eigentlich nur auf die ganz grundlegenden Sachen eingehen, sprich die grundlegenden Effekte, das heißt für mich also Twixtor für die Slow Motion, Curves für die Color Correction und Optical Flares für die künstliche visuelle Sonne bzw. für die künstliche visuelle Lichtquelle. Als allererstes erstellen wir eine neue Komposition. Ihr müsst halt darauf achten, dass diese Werte hier mit den Werten eures Films übereinstimmen. Die Framerate muss nicht 60 FPS sein, aber wäre optimal, denn nur so könnt ihr Twixtor benutzen. Sprich, nur so könnt ihr Slow Motion anwenden. Die Dauer ist vorerst egal, dazu komme ich später noch. So, hier habt ihr die Komposition. Als allererstes importiert ihr eure Videodatei. Ich füge jetzt einfach mal diesen Clip hier ein. Ja, und diesen Kill möchte ich jetzt slow-moten sozusagen. Dafür füge ich erstmal Twixtor rein. Es gibt auf YouTube diverse Tutorials, wo wie ihr euch das runterladen könnt und so weiter. So, als allererstes, die Input Framerate muss diese hier sein, also diese Framerate muss der Framerate des Videoclips entsprechen. So, und als nächstes klickt ihr auf dieses Symbol hier. Das aktiviert die Frame-Überblendung und dann geht ihr auf Ebene, Frame-Überblendung und dann Pixel Motion. Also das muss unbedingt an sein. Lol, verdammt. Das muss unbedingt an sein, denn sonst würde das nicht funktionieren mit Twixtor. So, und jetzt öffnet ihr Twixtor Pro. Und das Einzige, was euch eigentlich interessieren sollte, ist Output Control. Denn hiermit kontrolliert ihr das ganze Geschehen. So, ich setze eine Stoppuhr auf Speed. Drehe vor. So. Hier soll der Slow-Motion-Effekt ansetzen, das heißt, ich füge, also bis hierhin ist die Geschwindigkeit normal, sprich 100%. Jetzt gehe ich ein paar Frames vor, das reicht schon, und mache das alles runter auf 3%. So, bis hierhin. Wieder ein paar Frames nach vorne. Jetzt mache ich hier auf 100. So, und ja, das wäre es ja auch mit dem Kill. So würde das aussehen. Das hakt jetzt zwar ziemlich, aber was soll's. Ja, und das war's. Ich werde den Clip jetzt auch nicht in die Länge ziehen, damit sich das hier zeitlich noch in Grenzen alles hält. Und ich gehe hier auf Komposition, auf Arbeitsbereich Trim, damit nur dieser Teil hier gerendert wird und nicht die ganze der ganze Filmclip, weil wir nur diesen hier editieren wollen. So viel dazu. Jetzt haben wir auch die Slow Motion, also sprich das Ding hier. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Aber das Ganze hier ist noch so ein bisschen leer, sprich man könnte jetzt eine Color Correction einfügen. Ich benutze generell immer nur Curves. Und das liefert schon ordentliche Resultate. So, als allererstes den RGB-Kanal, der sorgt für die Helligkeit, also für den Kontrast an sich. Ich mache das mal ein bisschen heller. So, hier könnt ihr einfach nach Lust und Laune rumspielen, wie euch das Ganze hier gefällt.
So. Ja, den Alpha-Kanal, den braucht ihr nicht. Den benutze ich selber auch nie. Und ja, so sah das Ganze vorher aus. Und jetzt sieht das so aus mit Curves. Ja, schön und gut. Jetzt könnten wir noch, ja, beispielsweise eine künstliche Lichtquelle hinzufügen. Und ja, ich benutze Optical Flares, das ist wohl das Beste auf dem Markt. Und ja, ihr seht, dass das Ganze jetzt nicht transparent ist. Um das Ganze transparent zu machen, geht ihr hier auf Render Mode Over Original. Und ja, so sieht das eigentlich ziemlich langweilig aus, finde ich jetzt persönlich mit diesem Standard Flare. Deswegen geht ihr hier auf Option und stellt das Ganze ein nach euren individuellen, ja, nach eurer individuellen Lust sozusagen. Ich benutze jetzt einfach mal. Was können wir hier nehmen? Golden Sun, ja, meinetwegen. So. Ich stelle mal einfach so eine neutrale Farbe ein. Orange ist gut. So, das ist ziemlich, ja. Ja, so geht das eigentlich vollkommen klar. Das sieht dann so aus. Wobei das hier erstmal weg muss. Das heißt, die Sonne soll ja nicht hier sozusagen vor dem Haus oder dem Gebäude hier stationiert werden. Sprich, ich gehe auf Effekte, öffne Optical Flares, Brightness und am Anfang 0. Ich scroll weiter, weiter, weiter. So. So, hier nochmal 0. So, und hier direkt auf 100. Ja, nee, noch nicht 100, erstmal 50. So, und hier auf 100. So. Hier auf wieder auf 0. Auf 50. Und auf 100. Von hier aus kann das, ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, so könnte man die künstliche Lichtquelle erzeugen. So, und im Grunde genommen, das war eigentlich schon so ziemlich das Basic, also das Grundlegende. Ihr könnt jetzt natürlich nach Lust und Laune beliebig mit den ganzen Effekten noch rumspielen. Sprich, ihr könnt beispielsweise noch, ich muss das Ganze mal finden. Hier bei Simulationen könnt ihr, was weiß ich, zum Beispiel so einen künstlichen Regen oder whatever halt einfügen nach eurer Lust und Laune. Das müsst ihr schon alles selber herausfinden. Das ist jetzt nur so das Grundlegende und ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.